Jojojo, Leute, was geht ab und willkommen auf dem Grub Nation Kanal. Heute kommt das erste Umbauvideo und zwar werde ich hier das Heck umbauen. By the way, ich habe mir auch noch neue Spiegel gekauft, habe ich ja im letzten Video gesagt. Die werden hier dann so dran gemacht. Richtig geil, man muss nämlich den Lenker nicht umbauen. Das wird einfach hier dran geklipst und oben dran mit dem Gegenstück, so eins wie das hier, befestigt. Da freue ich mich schon richtig drauf. Hier habe ich zum Beispiel noch so ein Sturzpad oder sowas, dass man den man hier hin macht. Der ist ja dafür da, dass man, wenn man auf den Lenker fliegt, dass es nicht so weh tut. Glaube ich mal zumindest. Was meint ihr? Soll ich den dran machen? Sieht das nice aus oder nicht? Ich bin mir unschlüssig. Irgendwie finde ich es geil, irgendwie finde ich es aber clean genauso geil. Handguards werden auf jeden Fall auch noch kommen. Hier werden noch Absteckblinker kommen. Jetzt heute widmen wir uns an das gute Hotswap. Falls jemand das Hotswap-System nicht kennt, ich habe dazu schon mein separates Video gemacht. Ich verlinke es euch unten in der Videobox oder hier auf dem i könnt ihr auch gucken. Und da seht ihr das dann auch mit 3 in 1. Mit 3 in 1 Blinker. Das bedeutet Rücklicht, Bremslicht, Blinker. Alles in einem. Die werden hier dann seitlich verbaut. Das Plastikstück kommt hier komplett weg. Ich baue jetzt halt mal das Weiße ab, das Plastik ab. Und dann fahre ich zu meinem Kumpel. Der wird mir dann das Hotswap-System, das Stück hier, dann hier unten drunter bauen. Und das kommt dann an meine Kennzeichenhalterung ran. Falls ihr die weiteren Videos nicht verpassen wollt, lasst mir super gerne ein Abo da, würde mich extrem freuen. Ich würde sagen, ich baue das einfach mal runter. Schau mir das mal an, wie das aussieht ohne diesen Plastik. Flügel und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Heck ist jetzt abmontiert. Bike sieht natürlich jetzt richtig chillig aus und ich räume jetzt alles zusammen. Das ganze Zeug fahre dann zu meinem Kumpel und nächster Schritt seht ihr dann, wenn ich bei meinem Kumpel bin. Jo, bevor ich es vergesse zu sagen, für den ganzen Umbau habe ich einen 6er, 8er und 10er Nuss gebraucht. Genau, wollte ich nur mal mitteilen mit euch. Nice. So, ich bin jetzt wieder zurück. Ich zeige euch einfach mal ganz kurz, was wir genau gemacht haben. Von oben sieht man ja wieder nur die vier Schraubenköpfe und die 3-in-1 Blinker. Hier ist ja diese Aussparung, wo die Kabel ja wieder durchführen, die dann unter dem Sitz sind. Und wenn man das umdreht, dann haben wir halt hier jetzt die drei Kabel, die dann zusammengeführt werden. Ich habe die jetzt einfach mal mit dem Kabelbinder ein bisschen fixiert, dass die aneinander sind. Das ist das Einzige, was ich mir jetzt gerade Gedanken gemacht habe, was vielleicht ein Nachteil vielleicht sogar sein könnte, weil jetzt ja die Kabel offen liegen und je nachdem, wie schmutzig die ganze Angelegenheit ist im Gelände, werden halt dann die Kabel auch dementsprechend dann versaut werden. Und ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob das so eine gute Idee war eigentlich, dass wir die offen liegen lassen. Aber eine andere Möglichkeit gibt, muss ich mir mal überlegen, schaue ich mir einfach mal an, wenn ich das eine oder andere Mal im Gelände unterwegs war, wie gut reinigbar das ist. Im Grunde haben wir ja außer das Kabel, kann ja eigentlich alles gut sauber gemacht werden. Ich klipse mal ganz kurz den Kennzeichenhalter ab und dann sieht man das ein bisschen besser. So, Leute, jetzt kann ich das mal ein bisschen besser erklären, wie beim letzten Video, da hat man das ja nicht so gut erkannt. Wir haben jetzt hier eine Platte, auf der das Hotswap Pro System verbaut ist. Dann haben wir hier die Kennzeichenbeleuchtung und dann haben wir hier die 3-in-1 Blinker, die haben Rücklicht, Bremslicht und Blinker in einem. Das heißt, man braucht eigentlich nichts anderes mehr außer diese drei Sachen. Genau, das ist halt jetzt verbunden mit dieser Hotswap Pro Halterung. Von oben sieht man ja dann nur diese vier Schrauben und der Vorteil ist jetzt an dieser Bauweise, dass wenn ich ins Gelände gehe, kann ich den einfach so drehen und dann fahre ich die ein und dann haben wir halt sozusagen ein abgeschlossenes Heck und dann kann einfach nichts passieren. Das ist das ganz Gute. Dann ist das ziemlich clean. Dann ist das einfach clean und kann einfach nicht kaputt gehen. Und wenn du dann wieder auf die Straße bist, schiebst du sie einfach wieder raus. Und genau, dann kannst du wieder ganz normal auf der Straße fahren. Aber ich dachte mir, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich wollte das mal so haben. Und jetzt schauen wir einfach mal. Ich verbaue das jetzt mal wieder und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es an der Maschine dran gebaut ist. Mir ist gerade aufgefallen, dass es gar keinen Sinn macht, das Video weiter zu machen, weil ich heute das erste Mal fahren war mit dem umgebauten Heck und es taugt einfach nicht so, wie es sein soll, wie wir es uns vorgestellt haben. Wenn das Motorrad durchfedert, dann haben wir immer, dann ist immer das Kennzeichen, hat sich dann reingehangen und hat sich dann voll verbogen. Ich kann es euch auch hier mal zeigen, das hat sich hier richtig verbogen. Nicht so eine geile Sache. Auch die 3-in-1 Blinker
sind einfach fürs Enduro-Fahren nicht ganz so nice. Und übrigens habe ich mir dann auch, ich habe einfach nicht nachgedacht. Ich habe ja durch die Jungs von Amar Motorcycles, so sind die, so heißen die Absteckblinker, von denen, ob die mir vielleicht nochmal ein Pärchen zuschicken, könnte ich vorne und hinten welche verbauen und das gibt dann wirklich Sinn. Weil dieses Heck, das Umgebaute für Enduro, ist nicht ganz so nice. Tut mir leid, dass jetzt halt das Video so enden muss, aber hilft nichts. Es ist einfach scheiße. Und regt mich selber auf, weil wir haben extrem viel Zeit und Nerven reingesteckt, dass es so funktioniert, wie es funktioniert. Sind auch ein paar Stunden vergangen, um das so herzustellen. Aber was will man machen? Manchmal läuft es halt nicht gut. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden über die Geschichte. Nächstes Mal kommt auf jeden Fall ein Fahrvideo wieder. Da freue ich mich schon drauf. Das habe ich schon heute gedreht. Ah, lasst mir also gerne ein Abo da, falls ihr zukünftige Videos nicht verpassen wollt. Und dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen: Danke fürs Zuschauen, Leute. Man sieht sich spätestens im nächsten Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.